Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Amazing Wagon Adventure. Ich habe eben schon mal angefangen. Jetzt muss ich es nochmal tun. Naja, egal. Telefone sind und bleiben böse. So. Toll, was habe ich mir beim letzten Mal gesagt? Jetzt bin ich irgendwie verpeilt. Achso, ja. Eigentlich hätte gestern eine Folge kommen müssen, da kam aber Edna und... Na super, jetzt geht meine Stimme weg. Und... Ja, jetzt kommt... Super Amazing Wagon Adventure, dann morgen wieder Edna und danach wieder Super Amazing Wagon Adventure und danach geht's wieder normal weiter. Das hatte ich aber auch in die Videobeschreibung des Edna-Parts getan. Tja. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber dann kam das Telefon. Naja, ich habe mir gedacht, dass ich hiervon vielleicht mal bis zu 10 Parts machen würde und dann wieder irgendwie ein anderes Projekt oder so. Aber ich sehe, glaube auch, oder meine zu sehen, dass das irgendwie besser ankommt als vielleicht Edna. Naja, ich habe noch ein bisschen mit der Aufnahme gewartet, weil mir nichts genau eingefallen ist. Und jetzt werde ich einfach ganz billig... mal ganz kurz... Ja, eine seltsame Kombi eingeben. Rot. Rot ist so ähnlich wie Pink. Das Spiel hat kein Dingensens. Okay, das heißt Deus. Aber man müsste SpongeBob eigentlich kennen. Blau? Ja, nehmen wir den. Okay. Ich habe überlegt, bis zu 10 Folgen zu machen, aber vielleicht wollt ihr ja auch, dass ich das hier länger halten lasse. Weil ich hätte noch zwei weitere Spiele derzeit im Angebot. Ein weiteres Point-and-Click-Game und ein Jump-and-Run-Game, was ich schon mal komplett aufgenommen hatte zu 50 Minuten. Ich habe das in einem Mal aufnehmen können. Also eigentlich... Ich hatte dazu ja auch gesprochen gehabt, genau. Und ich könnte das eigentlich nochmal, soll ich das am Stück aufnehmen? Das wäre cool, wenn die Datei nicht riesig werden würde. Ey, cool, das sieht jetzt aus mit den Haaren, wie ich den Cursor hingelegt habe, wie so ein Hund. Dann würde ich das vielleicht mal in einem Stück aufnehmen, wenn es nicht groß genug ist, hochladen. Ja gut, aber fangen wir mit an, damit die Folge nicht wieder unendlich lang wird. They traveled in their trusty wagon. Womit hatten wir das letzte Mal gespielt? The Glitch, genau. Aha, wir waren so weit. Ich hätte mir nochmal den anderen Part anschauen sollen, ob wir da wirklich nach dem Schiff fertig gewesen wären. The Wild interessiert mich auch noch. The Coal Fired. Braucht ein Jahr, um anzukommen. Nicht, dass wir damit langsamer sind. Ich werde einfach mal den nehmen. They set off into the forest. Ich spiele ja nicht außerhalb der Aufnahmen, das heißt... Auch nur das, was ihr so seht. Seeing some animals in an upcoming clearing, they hurried ahead. Ich glaube, ich habe Clearing oder Clearing. Ach egal, ist jedes Mal dasselbe. Wir sind langsamer, oder? Bekommen wir wieder keine Animal Heights? Doch. Doch bekommen wir. Und die Stinktiere können nicht mal irgendwie Zeugs ablassen. A posse of bandits interrupted the hunt. Was? Das ist ja wie bei The Binding of Isaac mit den Spiegeln. Ich habe nur eine gewisse Range und dann hört's auf. Na super. Bam. Okay, jetzt kann ich Leute von der Seite treffen. Die Schussfrequenz ist gleichbleibend. Ah, super. Toll, dass der Unfair, dass ich viel näher an den Rand muss. Wer weiß, wie viel Schaden das macht. Vielleicht haben die auch unterschiedliche Anzahl von Schaden. Ach ja, genau. Ha, that is left the wagon to look for wild berries. Okay. Ich glaube, da war eben nochmal HP, aber wir sind voll.
On his way back to the wagon, Thaddeus heard a noise in the trees. A bear wanted the berries. Oh nein, ein Seebär. Thaddeus, zieh einen Kreis. Zieh einen Kreis. Ein roter Kreis. Was? Oh nein. Gleich kommt ein Serenoceros. Und da hilft nur die Anti-Serenoceros-Unterwäsche. Und die hat Thaddeus, wie wir alle wissen, nicht an. Oh nein. Und was lockt die an? Das Geräusch eines Seebärenangriffs. Eine sehr, 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 sehr schöne Folge. Jetzt muss ich erstmal einer gewissen Person Bescheid sagen, dass sie hier vorbeischauen soll. Ich muss mehr Insider bringen, dann wäre das für die Person echt schaubar. Weil ich noch einen Kumpel habe, mit dem wir immer... Also mit dem ich immer Insider die ganze Zeit bequatsche. Und wir immer lachen. Okay. Ich würde sagen, es ist eindeutig, was wir tun werden. Und zwar... Ja, komm, Text, geh weg. Wir werden schwimmen. Denn schließlich brauchen SpongeBob, Thaddeus und Patrick auch mal wieder irgendwann Wasser. Kann hier irgendwas anderes passieren als Boulders? Ich habe keine Ahnung. There were Boulders in the river. There were a lot of Boulders in the river. Und danach kommt bestimmt, the number of Boulders was absurd. Wow, weil wir so lang gebaut sind, ist es fast gar nicht möglich, hier auszuweichen. Aber irgendwie darf das Ding da drin sein. Something, something Boulders. Ah ja, genau. Das könnte hiermit schwer werden. Weil der lässt sich so krass lenken. Finally, they reached the other side of the river. Kommt jetzt das mit den Boulders? Los, kommt, ich will es probieren. Ah, okay. They entered into the Great Plains. So, ab jetzt wird alles besser, hoffentlich. The Oxen came down with... Achso, Oxen. Ich denke immer, da ist Ozon gemeint. Wie komme ich darauf? They came... Wehe. Wehe, das wird wieder ein Buffalo Run. Ah, Leben. Perfekt. SpongeBob wurde wieder geheilt. Some angry buffalo charged the wagon. Wie viel Feuer haben wir noch? Ah, 30. Haben wir zwei davon aufgesammelt? Es erscheint so viel. Oh, hups. So, ich habe mich mal kurz wieder etwas weiter zurück... Mann! The Ochsen came, recovered. Achso. Ach, der Ochse hatte was. Achso. They came across a fur trader. ich saß nämlich gerade etwas weiter weg vom, also, oder eher gesagt, ziemlich mit dem Blick weg vom Mikro. Vielleicht, dass man jetzt besser... Hä? Oh mein Gott, ich wollte schon sagen, was ein Leben kostet eine Animal Hide? Okay, aber das ist in Ordnung. A lot of recreational buffalo shooting started a prairie fire. Perfekt. Und jetzt kommen wahrscheinlich Buffalos in diesem Prairie Fire. Oder, dass irgendjemand in dem Rauch Angst bekommt und, hey, unsere Schüsse sind genauso wie der Rauch, würden wir das so machen. Ah, so they hurried to... Echt jetzt? Das ist fast so schlimm wie Buffalos. Beziehungsweise schlimmer, weil wir scheiße manövrieren. Okay, aber ich glaube, ich schaff das. Ich glaube, ich schaff das. Okay. Das war's dann wohl damit. Oh, the front wheels fell off. Wayne was stuck. Ich schaue schon irgendwie gar nicht mehr richtig hin. Ich weiß den Anfang. Oh wow, jetzt fehlt eine Reihe, als wenn es das bringt. Thaddeus left the wagon to fetch the wheels. Also, ja, irgendwie am verantwortungsvollsten. So wie ich bin der Einzige, der es hinkriegt und SpongeBob und Patrick können nichts. Oh, okay. Warum war ich gerade unaufmerksam? Toll. The second wheel rolled near a coyote den. Au, ich muss das wohl auch noch überleben? Seit wann das denn? So, los, komm, reicht. Aha. Thaddeus returned to the wagon and put the wheels back in place. Okay.
Gut gemacht, Thaddäus. Du hast tatsächlich mal was geschafft, ohne dass SpongeBob und Patrick dazwischen gekommen sind. SpongeBob had the brilliant idea to swim underwater through the river. Ja, geht doch. Ist doch eine brillante Idee. Wir schwimmen. They forgot what they decided to do and ended up by... Danke. Danke, Spiel. Perfekt. Okay. They came across a fur trader. Ach, ich hätte gern schon den SpongeBob-Film gesehen. Ah. So viel habe ich aber nicht. Okay. Der soll ja eher an die Gruppe gerichtet sein, die damit aufgewachsen ist, wo ich mich jetzt einfach mal mit zuzähle. Oh. Ja. Ich wäre fast einfach nur da rein manövriert. Oh nein, das war wieder das Falsche, oder? Nee, halt war es nicht. Ist das Richtige? Keine Sorge. Und ich kriege Schaden. Oh, Thaddäus stirbt gleich. Die sterben alle gleich. Oh. Thaddäus wurde von einem Schlangenbiss getötet. Cool. The man-eating giant scorpion were even more deadly. Ah, jetzt sehen wir die auch mal so im normalen Modus. Weil die relativ schnell sind. Und auch zielgerichtet. Ah. Okay, SpongeBob died of, was? Snakebite einfach nur? Okay, und Thaddäus wird's ihm gleich tun. Ah ne, halt, was Thaddäus? Patrick. Hä? Was war das? Toll, da liegt jetzt irgendein Scheiß rum, den ich noch nie zuvor benutzt habe oder so. Und dann... Ja. Alle drei, glaube ich, sogar in dem Gebiet, oder? Jetzt wäre es wiederum vorteilhaft gewesen, wenn ich auf die Uhr geschaut hätte. Weil ich jetzt hätte entscheiden können, ob noch ein zweiter Run kommen soll oder nicht. Deshalb würde ich sagen, werden wir einfach mal einmal shuffeln. Boulders. Perfekt. Gleich bestimmt. Ah, jetzt. Na. Oh, das war knapp. Civil War Battle. Ach nee, das dauert auch so lange. Diesmal töte ich auch Leute auf beiden Seiten. Au! Oh, das dauert so lange. Jetzt sind wir erst auf der entgegengesetzten Seite. Ah, verdammt. Bandits on rafts and beers. Ach, super. Oh, cool, jetzt sind wir wieder an der Stelle, an der es geschah. Wie will ich denn da gescheit ausweichen? Oh, Zombie-Truthähne? Ah, das sind doch... Ah, das sind Truthähne. Perfekt. Was? Ah, oh, Rabbit Squares. Achso, wenn jemand stirbt, wird die Welle automatisch weitergesetzt. Lava... Was? What the fuck? What the fuck? Seht ihr, das sind wiederum Spoiler. Das finde ich wiederum spoilernd, dass sowas passieren kann. Supplies? Oh. Bandits with rifles. Muss ich die auch töten? Au! Oh, ich kann in alle Richtungen zielen. Verdammt. Oh cool, Flammenwerfer, das geht leichter. Bandits with automatic rifles. Ja, komm. War klar, dass das sofort... Was? On Refs and Alligators, ach so. War klar, dass das sofort übersprungen wird und diese Welle werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. Ich muss noch weiter vorne... Oh, leben, perfekt. Au. Nein, das war's. Das war's. Okay, wir haben 10 Tage überlebt und 13 Tage waren unser Rekord. Gibt's hier noch irgendwas Schönes?
Graphics müsste ich so weit hoch haben, wie es geht. Ja gut, Survival... nö. Ja gut, dann haben wir mal wieder genau nichts erreicht und es dauert mir irgendwie, glaube ich, zu lang, bis wir jetzt wieder bei den Wagen wären, denn es hat sich sowieso nichts getan. Also war das eine recht ereignislose Runde, SpongeBob, Patrick und Thaddäus. Ganz schöne Noobs. Aber okay, man hätte es ihnen auch nur im Film zugetraut, eine Reise zu schaffen. Naja dann, bis zum nächsten Mal und ciao.